Moin zusammen, hier auf Teneriffa, wo die wunderschönen Tachinasten blühen. Heute möchte ich euch meine Autofokusstrategie mit der Nikon Z8 und Z9 erklären. Eine Autofokusstrategie, mit der ich 99,5% aller Autofokussituationen abdecke, ohne umständlich über die Autofokustaste irgendetwas umstellen zu müssen. Wenn ihr mit einer DSLR früher fotografiert habt, dann kennt ihr den Einzelfeld-Autofokus. Ihr macht am besten zunächst mal das Framing, das heißt, ihr sucht euch den Bildausschnitt, dann setzt ihr den Autofokuspunkt auf das Motiv, fokussiert und macht das Bild. Problem dabei ist, wenn ihr den Aufnahmestandpunkt wechselt und ein bisschen anderen Bildausschnitt braucht, dann müsst ihr jedes Mal den Autofokuspunkt wieder an die richtige Stelle buxieren, damit dann auch wirklich die Pflanze wieder im Fokus ist. Und bei jedem Reframing müsst ihr das halt entsprechend anpassen. Das ist ein bisschen lästig, deswegen wollen wir uns gleich bei den Spiegellosen diesen Fokuspunkt tracken lassen. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Situationen, da habt ihr keine statischen Bilder. Da wollt ihr zum Beispiel Menschen fotografieren, ihr wollt Tiere fotografieren, ihr wollt ein fahrendes Auto fotografieren. Und dafür haben die spiegellosen Kameras ja diese tolle automatische Motiverkennung. Und die finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Gerade bei der Z8 und Z9 sind die wirklich somit das Beste, was ihr an automatischem Autofokus bekommen könnt. Und dementsprechend ist bei mir auch die automatische Motiverkennung erstmal standardmäßig eingestellt bei der Kamera. So, das heißt, wenn ich die automatische Motiverkennung jetzt benutzen möchte, um dieses Motiv zu fotografieren, funktioniert es. Sie erkennt zwar nicht wirklich ein Objekt, aber sie nimmt einfach das nächste Objekt und das ist hier in diesem Fall die Blume. Wenn ich jetzt aber nochmal antippe, jetzt findet er zum Beispiel die Blume nicht mehr. Und in diesem Modus kann ich ihm jetzt auch kaum dazu zwingen, an welche Stelle er den Fokuspunkt legen soll. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, okay, ja, wir haben aber hier ja ein statisches Motiv. Deswegen hatte ich eben auch mit dem Einzelfeld-Autofokus gearbeitet. Wie bekomme ich denn jetzt meinen Einzelfeld-Autofokus 2.0 hier an der Z8 oder Z9? So, und das ist ganz einfach. Wenn ihr meine Konfiguration einstellt, zeige ich euch gleich, wie das geht. Dann braucht ihr einfach nur die F1-Taste zu drücken, wieder loslassen und jetzt habt ihr hier wieder so einen Einzelfeld. Nur im Gegensatz zu eben ist das jetzt weiß und wenn ihr damit auf die Blume gebt, dann habt ihr genau diese Blume. Ihr merkt aber schon, in dem Moment, wo ihr das Bild verschwenkt, bleibt dieses Einzelfeld getrackt auf dem Motiv, was ihr festgelegt habt und nicht, was die Kamera sich ausgedacht hat. Das ist der Riesenunterschied. Bei der automatischen Messfeldwahl erkennt die Kamera so gut wie möglich, was das Motiv sein soll. Wenn das aber nicht funktioniert oder ihr schon von vornherein schon wisst, ihr habt ein ganz bestimmtes Motiv, auf das ihr fokussieren wollt und die Kamera soll euch da nicht reinfuschen, dann ist das natürlich hier die deutlich bessere Variante. Lass uns doch mal ein anderes Motiv probieren. Ich versuche jetzt hier mal mein Slider-Setup zu fotografieren und jetzt ist es ja zum Beispiel ganz wichtig, dass ich weiß, setze ich den Autofokuspunkt jetzt auf die Tachinaste oder setze ich ihn auf die Kamera. Wenn ich den einmal eingestellt habe, dann kann ich ja immer noch mein Reframing machen und da möchte ich doch nicht jedes Mal den Autofokuspunkt hinterher verschieben. Oder noch ein Beispiel. Wir nehmen uns hier mal diese Blümchen in den Vordergrund. Da möchte ich doch ganz genau festlegen, auf welche Blumen fokussiert wird, damit ich dann hinterher zum Beispiel so eine Komposition machen kann, dass die Tachinaste genau mit dem Tede irgendwie sich deckt. Oder ich sage dann, okay, an dieser Stelle gehe ich auf die Tachinaste und die soll im Fokus sein. Wenn ihr das mit der automatischen Messfeldwahl versucht, ich drücke jetzt einfach nochmal auf F1, jetzt bin ich wieder mit der automatischen Messfeldwahl. Ja, die fokussiert jetzt auf irgendwas. Das ist definitiv nicht das, worauf ich meinen Fokus gesetzt haben möchte. So, mit dieser Arbeitsweise kombiniert ihr also beide Welten, nämlich einmal die automatische Messfeldwahl, die tatsächlich sehr, sehr ausgefeilt ist bei der Z8 und Z9, mit diesem Tracker, der aber ganz bewusst dumm eingestellt ist. Sprich, dieser Tracker, der hat keine automatische Motiverkennung. Und das ist etwas, was am Anfang bei der Z9 nicht funktionierte, als sie auf den Markt gekommen ist. Und das war mein größter Kritikpunkt auch in meinem Video-Review, was ich damals zur Z9 gemacht habe, dass der 3D-Tracker immer auch gleichzeitig, sobald er irgendwie ein Motiv erkannt hat, beispielsweise einen Kopf oder selbst wenn das gar kein Kopf war, er gedacht hat, es ist ein Kopf, sofort weggesprungen ist und halt eben diese Arbeitsweise nicht ermöglicht hat. Nikon hat dann relativ schnell reagiert und ein Firmware-Update gebracht und seitdem kann man die Kamera so konfigurieren, dass der Tracker auch
dumm funktioniert, nämlich ohne Motiverkennung. Und denn so macht es Sinn, so kann ich beide Welten kombinieren. Ich habe einerseits die automatische Motiverkennung und ich habe andererseits diesen Einzelfeld 2.0 mit dem dummen Tracker, der für alle statischen Motive, wo es wirklich auf ganz exaktes Fokussieren auf den von euch gewählten Punkt ankommt. Und die Konfiguration dieser Geschichte ist ganz einfach. Ihr geht im Kameramenü auf Bedienelemente, benutzerdefinierte Bedienelemente Aufnahme und hier belegt ihr die FN1-Taste mit der Funktion Aufnahmefunktion Abrufen in Klammern halten. Wenn ihr danach rechts klickt einmal, dann habt ihr alle möglichen Einstellungen, die ihr anhaken könnt. Und hier hakt ihr an Autofokus Messfeldsteuerung in Klammern 3D. Und dann setzt ihr den zweiten Haken bei Optionen der Autofokus Motivwahrnehmung. Und das ist ganz wichtig, off. Denn hiermit schaltet ihr die automatische Motiverkennung bei dem Tracker ab. So, die Kombination dieser beiden Einstellungen auf der Funktion Aufnahme, Funktion Abrufen in Klammern halten. Die sorgt dafür, dass ihr mit einmal klicken umschaltet auf den Tracker im Sinne von Einzelfeld 2.0 und beim zweiten Mal klicken wieder zurück seid auf der automatischen Motiverkennung. Diese Arbeitsweise funktioniert übrigens auch ein bisschen anders mit der Z6, Z7, Z6.2 und Z7.2. Da könnt ihr den Tracker durch Druck auf die OK-Taste aktivieren und durch Druck auf Zoom minus kommt ihr wieder raus aus dem Tracker. So gesehen ist das jetzt hier eigentlich mindestens genauso komfortabel, vielleicht sogar noch ein bisschen komfortabler, dass ihr nämlich einfach über die F1-Taste an ausmachen könnt und wenn ihr euch das so konfiguriert habt. Wenn ihr eine Z8, Z9, aber auch Z6, Z7, Z6.2 oder Z7.2 habt, dann könnt ihr euch auf gewegner.de meine Grundeinstellungen anschauen. Das sind Grundeinstellungen, die sich bei mir wirklich über die Jahre hinweg als sinnvoll erwiesen haben. Da sind lauter solche Tricks wie dieser hier umgesetzt, die direkt aus der Praxis kommen. Ihr könnt euch dort nicht nur meine kommentierten Menüs anschauen, sondern auch die Grundeinstellungen direkt in dem Format, was ihr auf die Kamera laden könnt, herunterladen. Das heißt, ihr ladet euch die Datei herunter, speichert sie auf die Speicherkarte und könnt sie dann dort direkt importieren, falls ihr euch nicht die Arbeit machen wollt, das alles einzeln einzustellen. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch den Artikel durchlesen und wirklich mal Schritt für Schritt die von mir kommentierten Menüpunkte durchgehen, damit ihr versteht, was ich da eingestellt habe und ihr werdet ganz sicher ganz viel über eure Kamera lernen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr daraus was mitnehmen konntet, dann freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert und abonniert doch auch meinen Newsletter, dann seid ihr auf jeden Fall immer up to date, wenn ich was Neues auf gewegner.de oder halt auch auf YouTube veröffentliche. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich warte jetzt noch, bis mein Zeitraffer fertig ist und hoffe, dass diese Wolken sich gleich noch wunderschön rot einfärben. Bis dann. Tschüss.